So, hallo Trading-Freunde. Aktuell haben wir jetzt einen Trade am Laufen. Wir sind im Moment wieder mit 6.900 vorne und wir nähern uns der 10.000-Euro-Marke, wenn der Trade jetzt hier aufgeht. Und mein Stop habe ich vorhin aber auf Break-Even, weil das hier eine Zone ist. Der ist zwar gebrochen, aber hier kann der nochmal drehen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Hier haben wir einige Versuche gebraucht. Hier haben wir dann halt kurze Scalping-Trades gemacht. So, da sind wir raus. 6.700 sind wir immer noch. So, dann müssen wir mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Gebrochen ist er nach oben. Wir haben auch das relative Hoch gebrochen hier. Da ist er Pullback, da ist er nicht unten rausgebrochen. Also wir denken hier erstmal noch Long, solange er diese Linie hier nicht nach unten bricht. Also würde ich dann nochmal Long versuchen. Er hat jetzt gerade den Ausbruch dieser Kerze, jetzt den Pullback. Und jetzt könnte man versuchen, hier nochmal einzusteigen. Wir sind oberhalb der 10er Moving Average. Also ist für mich erstmal noch alles long. Das ist aber eine Zone, wo er natürlich drehen könnte. Also von daher muss man schauen. Ich riskiere es einfach mal. Ich habe ein bisschen Puffer aufgebaut, also kann ich mit 10 Kontakten handeln. Haben auch gerade die 9 Uhr Eröffnung. So, da sind wir gleich drin. Da sind wir drin. Den lösche ich schon mal. Den Takeover. So. Also viel Spielraum gebe ich ihm nicht. Also wenn er jetzt hier rumzappelt, dann zeigt er mir Schwäche. Manchmal braucht er das aber auch noch. Deswegen muss man ein bisschen Spielraum geben. Ich lasse ihn jetzt noch unter der 10er Moving Average. Den Spielraum lasse ich ihn noch. Ansonsten könnte ich mir auch folgendes Szenario vorstellen, dass er ein relatives Hoch gerade gebrochen hat, hier Schwierigkeiten zeigt und dann wieder Short aufnimmt. Das wäre dann unter dieser Linie hier. Aber im Moment braucht er den Platz dann halt noch. Dann schauen wir mal, ob der Trade aufgeht. Der geht nicht auf, wir warten den Pullback ab. Ups. Wir warten den Pullback ab, diesen Pullback jetzt hier, und dann gehen wir hier short. Da sind wir short. Den löschen wir. Hier oben kommt der Stop hin. So, wir brechen auch hier diese Trendlinie. Diese Trendlinie brechen wir. Also im Moment hat der Puffer nach unten. Haben jetzt natürlich einiges abgegeben, aber deswegen habe ich mir den Puffer ja auch aufgebaut, dass ich ein bisschen Spielraum habe. Aber wenn der Trade hier unten die Tiefpunkte antestet, dann sind wir locker bei 15. Oder 12. So, der Indikator zeigt hier auch Short an. Natürlich ist das eine interessante Situation. Es könnte eine SKS sich aufbauen. Das heißt, da müsste ich da auch vorsichtig sein. Aber im Moment, hier hat er punktgenau gehalten, das ist ein gutes Zeichen. Wenn er jetzt weiter runterziehen sollte. Das sieht gut aus. Wir können Break-Even setzen. 6.900 hatten wir vorher. Wir sind jetzt bei 8.000, 9.000. Hier sichern wir jetzt auch ab.
Die 9000. Wir sind bei 10.000. Ich sage ja, nee, unten ist es immer bei 12, 15.000. Stoppt da aber. Da sind wir raus. Ach, nee, sind wir noch drin. Ah, sind wir noch drin. Das war nur der eine Trade. Genau. Und den lassen wir jetzt weiterlaufen. Da sind wir auch da raus. Gut, 8.100 haben wir gemacht. Haben wir ein bisschen Profit gemacht. Super. Da ist er. Okay, das war zu diesem Trade.